Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Speedbirds. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was genau da so mein Problem ist, aber lustigerweise nehme ich Speedbirds, also ich baue fertig, ich mache die Screenshots und alles, aber irgendwie komme ich einfach nicht dazu, das Voice-Over zu einer, ja, ansprechenden Zeit zu machen, sagen wir es mal so. Ich habe diesmal versucht, das Dach ein bisschen mit reinzunehmen, wobei ich muss dazu sagen, Dächer sind bei Speedbirds, finde ich, immer so eine Angelegenheit. Also das ist das, womit ich am Abstand am längsten brauche, einfach weil Dächer schwierig sind. Sehr, sehr schwierig. Und ich finde es immer wieder ganz süß, wenn andere sagen, oh ja, deine Dächer schaut ganz gut aus. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das sieht von vorne komplett doof aus. Und ich glaube, ich hatte das restliche Dach off-camera fertig gemacht, soweit ich es im Kopf habe. Aber ihr seht das Endergebnis dann eben. Und ihr werdet bei diesem Speedbird auch eine Sache mitbekommen. Und zwar, aktuell ist das alles in dunklen Farben gehalten, denn es hieß, ich dürfte mich da eigentlich mehr oder weniger austoben. Das habe ich ganz cool gefunden. Und dann habe ich eigentlich schon alles relativ fertig eingerichtet gehabt. Und dann kam die Frage, ich glaube, das war in einem Livestream. Und da hieß es, oh, bist du schon fertig mit dem Haus? Und wann es eben kommt. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin gerade dabei. Und habe ich festgestellt, dass eigentlich ein helles Haus gewünscht worden wäre und kein dunkles. Und ich habe dann im Wesentlichen, ich habe zum Glück bei den Sachen, die ich hatte, meistens hellere Swatches gehabt, sodass ich dann einfach nur die Farben geändert habe und da bin ich einfach mal durch das ganze Haus durchgegangen. Und deswegen, es sieht dann im Endeffekt anders aus, als es hier ist. Ich weiß nicht, ob ich dann später im Speedbuild nochmal hier zurückkomme, aber die Möbel sind im Wesentlichen dieselben geblieben. Ich habe dann eigentlich nur nochmal die Farben verändert. Und das, also ihr seht jetzt einfach, wie es alles dunkel gebaut wird und dann später in der Screenshot seht ihr nochmal die helle Variation davon, da ich jetzt nicht nochmal filmen wollte, wie ich durch jeden Raum durchgehe und einfach nur die Farben verändere, weil das relativ unspannend ist. Deswegen nicht wundern, später hat er dann alles nochmal hell. Und jetzt, nachdem ich das alles gesagt habe, kann man sich vermutlich schon denken, dass das Haus angefragt wurde und nicht einfach so von mir selbst gebaut worden ist. Ich habe mir kurzzeitig überlegt gehabt, also ich habe diese Woche auch ein weiteres Haus fertig gebaut, und sogar zwei Häuser, glaube ich. Und eines davon war für Ginger. Ich muss eben sagen, diese Woche ging es mir nicht so gut. Also ich hatte immer sehr viele Bauchschmerzen, vor allem eben abends. Und da bin ich nicht so in Livestream-Stimmung. Und manchmal schaffe ich das aber, dass ich dann so weit gut drauf bin, dass ich zwar nicht streame, aber dass ich so ein bisschen vor mich hinbaue, weil da kann ich irgendwie jede Zeit abbrechen oder mich dann einfach hinlegen und ja, und so weiter und so fort. Aber jedenfalls war ich diese Woche beim Bauen eigentlich ziemlich fleißig. Und aus dem Grund ist auch ziemlich, ziemlich viel eigentlich entstanden. Also zum Beispiel für diejenigen, die meine Berry Challenge in den Livestreams verfolgen, die haben dann vermutlich mitbekommen, dass die Kinder bald altern werden. Und zwar wird das jetzt im nächsten Livestream sein, der hoffentlich heute dann kommt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wann ich den genau schaffe, aber ich wollte heute unbedingt streamen. Allerdings kommt jetzt gleich meine Schwester vorbei mit ihrer besten Freundin und die Mama von der besten Freundin wird nämlich jetzt am Wochenende heiraten. Und deswegen, also nächstes Wochenende dann, und deswegen wollen wir heute Frisuren ausprobieren, die ich dann für die Hochzeit machen kann. Und ja, das hat jetzt aktuell Priorität leider. Und ich hoffe dann, dass es sich dann ausgeht, dass ich trotzdem am Nachmittag oder Abend streame, denn wir werden dann auch wahrscheinlich zu Martins Eltern fahren. Und ja, wenn wir dort waren, dann geht sich das hoffentlich mit dem Livestream aus. So. Ich habe bei dem Haus zwischendrin sogar mal aufgegeben gehabt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss doch mal komplett neu beginnen. Grund dafür ist, dass ich keinen Platz für das Wohnzimmer ursprünglich hatte, denn ich wollte eigentlich das Wohnzimmer und die Küche zusammen machen, aber dann hatte ich keinen Platz für das Esszimmer gehabt und irgendwie habe ich mich dafür kalkuliert gehabt, was den Platz angeht. Und ich wollte aber eigentlich den Grundriss nicht verändern, weil mir das Haus, so wie es war, eigentlich gefallen hat. Und dann kam Martins großartige Idee, dass ich
also da hat man das jetzt das Wohnzimmer, das hat er ja gesehen, das war dieser eine Raum auf der Seite, dass ich da einfach das ein Schlafzimmer, also da war ursprünglich ein Schlafzimmer geplant und er hat gesagt, mach doch einfach dort das Wohnzimmer und dann machst du hier auf der Seite einen Anbau. Und das sieht auch, da habe ich mir gedacht, ob das von vorne gut aussieht, aber ich habe es mir dann angeschaut und ja, es hat gut ausgesehen. Und deswegen ist jetzt hier noch ein weiteres Kinderzimmer entstanden und ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsräume, also das Zimmer von den Großeltern mehr oder weniger. Oh, also zumindest, ich glaube, dass es die Großeltern sind. Aber ich kann hier mal vorlesen, mehr oder weniger, zumindest zusammenfassen, was ich so an Informationen hatte bezüglich dem Haus. Und zwar ist es ein Familienhaus für 7 Personen mit den Packs Hunde und Katzen und Jahreszeiten. Also es war eigentlich eine ziemliche Pack-Limitierung. Ich finde es aber auch immer spannend, weil ich weiß ja, es haben nicht alle die Packs. Die Packs sind auch sehr teuer in der Anschaffung. Also, aber ich, wenn ich jetzt sage, ich baue mit limitierten Packs, dann denke ich mir immer so, ja, aber irgendwie, ich brauche doch was vor Augen, weil ich weiß, aber ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, was für Packs ihr allgemein so habt. Also, ich meine, ja, diejenigen, die jetzt alle Packs haben, das ist jetzt zum Beispiel nicht so interessant. Aber wenn jetzt Leute nur weniger Packs haben, welche dann ungefähr vorhanden sind. Ich vermute mal, so Sachen wie die Erweiterungspacks kauft man sich vermutlich eher. Und manche Gameplay-Packs sind, glaube ich, auch beliebter als andere. Accessoire-Packs sind generell weniger vertreten, sage ich mal. Und ja. Oh, ihr seht ja auch, wie das Haus mittlerweile aussieht. Also ich habe, wie gesagt, die Sachen eigentlich in erster Linie umgefärbt. So, also hier in der oberen Ecke, während ich das Badezimmer hier schnell einrichte, seht ihr zum Beispiel, wie das Wohnzimmer ausgesehen hat. Und ja, es war aber ein Haus für 7 Personen, also eigentlich relativ groß, aber ich muss sagen, es hat ziemlich zu groß angefühlt, um ehrlich zu sein. Das fand ich ganz angenehm zu bauen. Also jetzt zum Beispiel gerade im Moment baue ich auch ein Haus für viele Personen und das fühlt sich auch sehr riesig an. Aber ich glaube, das ist immer so, ja, ich weiß nicht, es kommt so drauf an einfach. Manche fühlen sich klein an, manche fühlen sich eher groß an. Aber jetzt allgemein zum Haus. Und zwar, wir bauen jetzt gerade das Zimmer für 2 Kleinkinder. Da stand in Klammer, vielleicht soll das ein gemeinsames Zimmer sein. Ich habe mir gedacht, ja, gemeinsames Zimmer klingt doch eigentlich ganz nett. Und ich habe die dann einfach hier reingesteckt. Es ist so ein typisches, ich weiß nicht, ich verwende die Tapete so oft, wenn ich ein Kleinkinderzimmer baue. Aber ich finde die einfach so schön. Ich mag auch dieses Grün, Gelb, Blau. Ich finde die Kombination ist für ein Kleinkindzimmer richtig, richtig hübsch. Also ich nehme auch eigentlich, glaube ich, rosa und lila nur, wenn das explizit gewünscht wird, als Farbe für die Zimmer, weil ich finde, irgendwie hat man nicht dieses unglaublich fröhliche, was man zum Beispiel hier hat. Und ja, deswegen ist mir das eigentlich deutlich lieber. Dann haben wir noch ein Kind, das ist das Zimmer, also ein Mädchen, glaube ich. Ja, es war ein Mädchen. Und da sollte die Zimmerfarbe dann vielleicht rot sein. Ich muss sagen, ich finde, rot ist immer so ein bisschen so einfach zu bauen, weil es schnell ein bisschen aggressiv wirkt. Aber ich mag das Zimmer eigentlich ganz gerne. Das ist das untere Stockwerk. Und dann gibt es noch das ältere Pärchen. Ich vermute mal, dass es die Großeltern sein werden, wo ich so gelb-orange als Vorgabe hatte. Das ist eben das untere Zimmer. Und da ist eben die Business-Karriere und Blumenflechten mehr oder weniger. Also ich vermute mal, einfach die Floristenkarriere ist damit gemeint gewesen. Dann hat die ganze Familie noch einen Hund. Und jetzt gerade sind wir im Elternschlafzimmer sozusagen. Das ist in Blau gehalten und die Berufe sind Autor und Maler. Und ich muss ehrlich sagen, mit den Blumenflechten, das hatte ich, glaube ich, weil ich sie im Garten gebaut hatte, nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Aber man könnte sicher auf der Terrasse, die außen Richtung Garten geht, könnte man ohne Probleme normalerweise noch, soll ich sagen, ein Blumending da machen, also einen so Blumenflechtentisch machen. Ich habe aktuell 2 Staffeleien und da kann man die untere Staffelei zum Beispiel dagegen austauschen. Ich habe nur gedacht, die Mutter ist ja Malerin und da kann sie sich eben aussuchen, ob sie drinnen oder draußen malen möchte. Das Haus ist übrigens auch Spieler getestet, also normalerweise sollten alle Objekte ohne Probleme verwendbar sein. Das ist ja eigentlich auch eine Sache, die relativ wichtig ist, glaube ich, dass das gut funktioniert. Hier habe ich ausnahmsweise mal gefilmt, wie ich den Eingangsbereich einrichte. Normalerweise lasse ich das immer weg, weil ja, das ist die Systematik von meinen
Eingangsbereich und ist eigentlich immer dieselbe. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich das Debug-Menü zufällig noch offen hatte. Da habe ich dann direkt weitergebaut. Oh, und hier ist der Garten, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich mache das in letzter Zeit übrigens ganz gerne, dass ich so einen großen Baum habe. Und im Schatten von diesem Baum ist dann meistens so ein Tisch, wo die ganze Familie zusammen sitzen und essen kann. Ich finde das irgendwie ganz nett. Man braucht nicht unbedingt diese Sonnenschirme. Und da kann ich jetzt relativ gut mit diesen Bänken arbeiten. Und ich habe auch ein paar Spielgeräte für die Kinder aufgestellt. Also aktuell gibt es ja nur ein Kind, also die Tochter eben. Aber ja, die Kleinkinder werden ja dann später auch zu Kindern. Also wird das vermutlich ganz ohne Probleme weiterverwendet werden können. Und hat mir dann eigentlich auch gut gefallen auf diese Art und Weise. Und dann habe ich was gemacht. Ihr könnt ja mal sagen, ob euch das gefällt. Also zum Beispiel eben dieser Weg hier um das Haus herum. Und wo man auch direkt dann nach hinten in den Garten kann. Ist vielleicht auch ganz interessant für den Hund, wie dann der überall hinkommt und so weiter. Und ihr könnt ja mal sagen, ob euch sowas gefällt. Weil dann überlege ich mir, ob ich das vielleicht auch in zukünftigen Builds dann immer wieder mal einbaue. Und ich weiß ja nicht. Also ich habe immer wieder so ein paar Ideen. Denke mir, oh ja, das könnte ganz interessant sein. Und dann vergesse ich bei den nächsten Dates wieder drauf. Und dann fällt es mir wieder mal ein. Also das ist immer so eine Sache. Ich finde es ja zum Beispiel unglaublich schwer, wenn man jetzt so einen Garten hat. Ich mag ja die Grünflächen im Garten ganz gerne. Aber irgendwie ist dann auch ein Weg ganz nett. Also der dann gepflastert ist. Vor allem auch, wenn man so einen Tisch hat, der irgendwie dann oft in der Wiese so ein bisschen unbequem ist. Und ich finde es dann immer ein bisschen seltsam, wo man am besten diesen Weg hinmacht. Dann habe ich eigentlich mal hier so diese Lampen aufgestellt und dabei leider festgestellt, ach, das nervt mich jedes Mal, wenn ich das irgendwo umzäune, dass dann unten die Steine, dass da kein Platz mehr ist. Und ja, oh mein Gott. Das Haus ist im Endeffekt relativ schlicht und weiß geworden, aber ich mag die Außengestaltung eigentlich ganz gerne und ich verwende auch irgendwie immer die gleichen Zäune, muss ich leider dazu sagen. Aber ich weiß nicht, ich finde, das passt einfach ganz gut. Oh, stimmt, ich habe ja so ein Bienending gemacht, da könnte man theoretisch, wenn man eben so gerne Blumensachen macht, ich weiß nicht warum, ich habe an diesen Bonsai gedacht und ich habe an die Blumen, an die Pflanzkübel, sage ich mal, gedacht, aber lustigerweise habe ich vergessen, das andere zu platzieren. Also diese Blumenflächenstation, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall, wir sind mittlerweile bei den Screenshots angelangt und ihr seht die ungefärbte Wohnlandschaft. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Helle oder das Dunkle besser gefällt. Also jetzt hier in Instagram habt ihr das Helle. Davor habt ihr gesehen, wie das Ganze in Dunkel ausgesehen hat. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Speedbuild wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.